Eine weitere Nachfrage hat der Kollege Brandner. Vielen Dank. Das DZIM ist ja das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Wenn ich da richtig informiert bin, ist das etwa 4,5 Jahre alt. Das wurde 2017 gegründet. Und wenn ich auf die Seite, auf die Netzseite dieses Zentrums schaue, beschäftigt das ungefähr 100 Mitarbeiter. Jetzt würde mich mal interessieren, wie viel Steuergeld ist seit 2017, also seit 4,5 Jahren, in dieses Institut zur Finanzierung geflossen, diese 100 Mitarbeiter. Und was waren so, sage ich mal, die 5 wichtigsten bahnbrechenden Forschungsergebnisse dieses Instituts? Herr Staatssekretär, Sie dürfen darauf antworten. Ich denke, ein wichtiges Ergebnis, und das ist das Allerwichtigste, das kann man mit allen 5 aufrechnen, ist, dass hier klare Forschungsfelder aufgemacht werden, inwieweit eben Diskriminierung, Rassismus in Deutschland voranschreitet und hier auch Gegenmaßnahmen auch auf Basis von Forschung hier dargelegt werden. Und das ist ja auch das, was die AfD immer fördert, wird, dass man auf Fakten aufbaut. Und ich denke, das DZIM hat sehr viel Fakten eben auch schon gegeben, um entsprechend auch hier der Bundesregierung und den Ländern und vielen anderen in diesem Staat Handlungsmöglichkeiten und Handlungsfelder zu geben, wo man eben genau das bekämpft, Rassismus, Diskriminierung. Vielen Dank. Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Kollege Brandner, ist immer nur eine Nachfrage möglich. Damit verlassen wir den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und wenden uns dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit zu. Zur Beantwortung steht bereit Frau parlamentarische Staatssekretärin Sabine Weiß. Ich rufe auf die Frage Nummer 9 des Abgeordneten Stefan Brandner betreffend die Entwicklung der Anzahl der Krankenhaus- und Intensivbetten und so weiter. Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort. Ja, schönen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege Brandner, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Zunächst zur Anzahl der Krankenhausbetten. Im Jahre 2007 wurden dem Statistischen Bundesamt in Deutschland 506.954 Krankenhausbetten gemeldet. Die Zahl entwickelte sich über die Jahre wie folgt, und ich runde jetzt ein bisschen. 2010 502.000, etwa 2015 499.000, 2017 497.000, 2018 498.000, 2019 494.000. Insgesamt ist im genannten Zeitraum von 2007 bis 2019, und ich hoffe, Sie sehen es mir nach, dass ich jetzt nicht alle Jahre einzeln aufgezählt habe, eine Abnahme der Krankenhausbetten in Höhe von 2,5% zu verzeichnen. Kommen wir zu den Intensivbetten. Im Jahre 2007 wurden dem Statistischen Bundesamt 23.357 Intensivbetten gemeldet. Die Zahl entwickelte sich wie folgt: 2010 etwa 25.000, 2015 27.500, 2019 26.300. Dies entspricht einer deutlichen Steigerung in Höhe von 12,7%. Und grundsätzlich möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Länder für die Sicherstellung der Versorgung zuständig ist. Und den Ländern obliegt es natürlich auch, die Versorgungslage zu erfassen und gegebenenfalls notwendige Maßnahmen zu ergreifen. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Herr Kollege Brandner, Sie haben die Gelegenheit zur Nachfrage. Ja, Frau Weiß, ich sehe natürlich grundsätzlich immer alles gerne nach. Und wunderbar. Dass Sie uns nicht mit Zahlenkolonnen jetzt hier behelligt haben, finde ich richtig gut. Also wir haben eine Entwicklung bei den Krankenhausbetten leicht zurückgehend. Wir haben eine Entwicklung bei den Intensivbetten leicht steigend. Gleichwohl wird ja seit einem Jahr transportiert. Wir hätten eine Knappheit an Intensivbetten. Es wurden ja auch, wenn ich das richtig verfolgt habe, in der Presse teilweise ja Messehallen mit Intensivbettenähnlichen Ausrüstungen bestückt. Woran liegt es denn, dass so bahnbrechende, so wichtige Maßnahmen ergriffen werden, also eingreifende Maßnahmen, Lockdown beispielsweise, war ja ursprünglich geplant, um die Gesundheitseinrichtungen zu schützen. Woran liegt es denn dann, dass nicht genügend Intensivbetten zur Verfügung stehen? Also zunächst mal ist Ihre Aussage falsch, dass es nicht genügend Intensivbetten gibt. Wir sind eines der wenigen Länder in Europa, die im Rahmen der gesamten Pandemie immer noch, Gott sei Dank, keine Überlastung des Gesundheitssystems hatten, sondern immer ausreichend Intensivbetten hatten. Wir müssen das jetzt bei den Mutanten genauer verfolgen. Wir haben, glaube ich, derzeit eine heutiger Tag eine Auslastung von 83%. Und das müssen wir natürlich genauer ansehen. Und wenn Vorsorgemaßnahmen getroffen werden, wenn es zu einer Überlastung käme, wie wir dann reagieren, halte ich das nicht nur für richtig, sondern auch für absolut notwendig. Und
wenn wir jetzt noch mal in den internationalen Vergleich gehen, dann haben wir eine sehr hohe Dichte von Krankenhausbetten. Nur Japan und Südkorea sind besser. Andere Länder sind, was Intensivbetten anbetrifft und Krankenhausbetten anbetrifft, deutlich schlechter. Und in der aktuellen Krisensituation werden die Kapazitäten natürlich weiter ausgebaut. Wir treffen Vorsorge. Und ich möchte auch noch mal eins sagen, weil das auch immer nicht so deutlich wird. Wir haben im Rahmen der gesamten Pandemiezeit, waren wir europaweit immer im ersten Drittel, was die Kapazitäten anbetrifft. Das kann uns kein anderes Land nachmachen. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Sie haben eine weitere Nachfrage, Kollege Wanner, bitte. Also das ist ja wunderbar, alles klar in Deutschland und dann schließt sich mir immer nach wie vor immer weniger, warum wir so einen krachenden Lockdown über viele Monate brauchen, wenn in Deutschland alles bestens ist und wir sind hier unter den Top 10 in Europa oder unter den Top 5. Eine andere Frage nochmal, ich greife die Frage des Kollegen Curio auf, vorhin in der Kanzlerbefragung. Er hatte ja eine Aussage des RKI-Chefs Wieler wiedergegeben, also keine Aussage der AfD, sondern des RKI-Chefs Wieler, wonach ein besonders hoher Anteil der Menschen, die intensiv gepflegt werden, in Krankenhäusern ein besonders hoher Anteil, und zwar ein Anteil, der deutlich über dem Anteil an der Bevölkerung liegt, auf Menschen mit Migrationshintergrund zurückzuführen sind. Also besonders viele Migrationshintergründler liegen im Rahmen von Corona-Erkrankungen auf Intensivstationen, hat Herr Wieler gesagt. Der Leiter der Lungenklinik Moers hat das Ganze sinngemäß bestätigt. Die Kanzlerin hat gesagt, da wäre irgendwas durcheinandergebracht worden. Also wie schätzen Sie die Aussage des Herrn Wieler ein? Und wenn gesagt wird, es liegen keine Daten, Erhebungen dazu vor, ist denn geplant, das Infektionsschutzgesetz zu ändern? Denn wir haben ja in § 9 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe M Meldepflichten zu Tuberkulose und Hepatitis, was Staatsangehörigkeit und Einreisen und Geburtsstaat angeht, ist gedacht, das auszudehnen auf das Coronavirus. Frau Staatssekretärin, bitte. So, ich versuche das jetzt mal in der Kürze und möglichst auch noch auf die Ausgangsfrage zurückgehen, denn Sie sind ja jetzt schon ein ganzes Stück weitergegangen. Also was den Kollegen oder den Mediziner im Moers anbetrifft, dann das wissen Sie wahrscheinlich genauso gut wie ich. Ich komme übrigens aus dem Kreis Wesel und da gehört Moers dazu, dass der Kreis Wesel oder Moers am Rande des Ruhrgebietes liegt und es gibt durchaus in Städten und in Kreisen mit einem hohen Migrationsanteil oder türkischstämmiger oder arabischstämmiger Bevölkerung durchaus dann aber rein statistisch gesehen natürlich auch mehr Menschen, die dann statistisch gesehen mit Blick auf anderen Bereichen, wo nicht so viele Menschen dieser Herkunft leben, rein statistisch gesehen natürlich auch eine deutlich höhere Auslastung. Herzlichen Dank, Frau Staatssekretärin. Eine weitere Nachfrage, der Kollege Dr. Kraft.